Moin Leute, ich möchte euch heute gerne einen weiteren Duft der Marke Len vorstellen. Ja, vor circa 2 Wochen habe ich bereits Just Roulette vorgestellt und heute stelle ich euch Try to Follow Me vor. Und während ich euch auch etwas zu der Geschichte des Duftes und natürlich auch zu der Duftbeschreibung erzähle, blende ich euch das Unboxing ein. Wie auch bei allen anderen Düften der Marke haben wir hier eine hochwertige Verpackung. Mir gefällt das Design auf jeden Fall. Der Flakon ist auch wirklich hochwertig. Wir haben also eine tolle Glasqualität. Der Flakon sieht auf dem ersten Blick relativ unscheinbar und unspektakulär aus. Also es ist eher so minimalistisch gehalten. Aber hier gibt es viele kleine Details, die dann auch wirklich den Unterschied machen. Und auch hier haben wir eine Magnetkappe, was ich sowieso mal toll finde. Es ist eine extra Anfertigung aus Frankreich. Hier wird ein sehr starker Magnet verwendet und das merkt man auch. Also man kann den Flakon ohne Probleme oben an der Kappe festhalten und da passiert gar nichts. Der Magnet hält ohne Probleme mehrere 100 Gramm. So, und jetzt möchte ich euch auch gerne etwas zu der Entstehungsgeschichte des Duftes erzählen. Ich sagte ja auch schon in dem Review zu Just Roulette, dass die Marke zu jedem Duft auch eine Geschichte hat. Manchmal ist es etwas Persönliches, was die Markeninhaberin erlebt hat. Manchmal wurde eine Geschichte aufgegriffen. Hier bei Try to Follow Me ist es etwas, was die Markeninhaberin persönlich erlebt hat. Und darauf gehe ich dann jetzt ein. Die Geschichte hat sich tatsächlich über den Wolken bzw. im Flugzeug ereignet. Deswegen übrigens auch mein YouTube-Thumbnail, also das Vorschaufoto mit einem Flugzeug und dem Himmel abgebildet. Ja, auf diesem Flug von New York nach Monaco hat sich die Markeninhaberin befunden und eben auch ein bekannter amerikanischer Pokerspieler, der auf dem Weg nach Monaco zu einem großen Pokerturnier war. Die beiden saßen den gesamten Flug nebeneinander, haben sich die ganze Nacht unterhalten. Der Pokerspieler hat eben auch erzählt, dass es für ihn sehr schwer ist, eine feste Partnerin zu finden, eben weil er aufgrund des Pokerspielens viel in der Welt reist, wirklich sehr selten zu Hause ist und dass es wirklich problematisch ist, da eine feste Partnerin zu finden. Und während des gesamten Fluges, also während der gesamten Unterhaltung, hat die Markeninhaberin Jelena von Ohlenhausen den Duft des Pokerspielers wahrgenommen. Und das wurde dann jetzt versucht, in Try to Follow Me ja einzufangen und zu rekonstruieren. Ja, und für die Markeninhaberin roch es die ganze Zeit frisch, fruchtig nach Mandarine, aber auch nach holzigen Noten. Und der Name ist übrigens entstanden, weil der Pokerspieler bei Ankunft in Monaco ihr einen Zettel zusteckte, worauf eben stand Try to Follow Me, also folge mir, versuche mir zu folgen. Und darunter war eben auch eine Adresse des Hotels mit der jeweiligen Zimmernummer drauf. Der Parfümeur von Try to Follow Me ist übrigens auch hier wieder Michel Almayrac, der eben auch die anderen Düfte der Marke kreiert hat. So, aber wie sage ich immer so schön, trotz Begeisterung, trotz Geschichte, Flakon, wie auch immer, geht es natürlich primär immer um den Duft und um die Duft-DNA. Und auch wenn ich diesen Duft zur Verfügung gestellt bekommen habe, bleibe ich natürlich ehrlich in meinen Reviews. Und deswegen muss ich auch an dieser Stelle sagen, dass es ein durchaus tolles Parfum ist. Es hat auch wirklich eine tolle Qualität. Es hat aber trotzdem meinen Geschmack nicht zu 100% getroffen. Es ist aber auch eben nur meine Meinung bzw. mein persönliches Empfinden. Das ist ja immer alles Geschmackssache. Ich stelle ja mitunter auch Düfte vor, die ich super toll finde. Ihr wiederum weniger und so ist es vielleicht auch hier. Es ist ein tolles Parfum, aber es ist nicht eine DNA, die mir zu 100% zusagt. Ich blende euch aber am besten einmal die Duftnoten ein. Ja, wie riecht Try to Follow Me für mich? Also, es ist ein frisches Parfum, was aber auch diverse grüne Noten und auch holzige Noten hat. Die Kopfnote finde ich richtig toll. Wir haben hier eine authentische Mandarine. Der Duft riecht also frisch, fruchtig, richtig angenehm, aromatisch. Dazu bekommen wir durch Pfeffer und Ingwer auch eine angenehme Schärfe und Würze. Und da nehme ich eigentlich auch schon diverse grüne Noten wahr. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Mandarine, eine frisch-fruchtige Note, sondern das Ganze ist wirklich noch in so grüne, aromatische Noten verpackt. Im weiteren Duftverlauf kommt für mich die Basis immer mehr heraus. Das ist für mich hier ganz klar Zedernholz, wie zum Beispiel auch bei Just Roulette. Ich finde, das riecht man hier auch ganz klar heraus. Daneben schwingt für mich eine Vetiver-Note mit. Ich finde, das riecht man auch ganz gut heraus. Im Drydown wird der Duft tatsächlich immer weicher. Ja, da kommt für mich immer mehr der Moschus heraus. Und da nehme ich vor allem auch eine moosige Note wahr.
Ja, und diese moosige Note finde ich tatsächlich auch recht interessant, weil der Duft dadurch für mich so leicht kühlend und auch mineralisch wirkt. Ja, zusammengefasst, wir haben hier einen frisch-fruchtigen Duft, der auch mit grünen Noten und vor allem mit einer holzigen Basis arbeitet. Der Drydown wird durch Moschus und Moos dann richtig schön weich, fast schon leicht pudrig und eben auch leicht mineralisch. Vielleicht nochmal etwas anderes, denn in der Recherche zu diesem Duft habe ich gelesen, dass Try to Follow Me für einige wie Himalaya von Creed riecht. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich persönlich finde aber, dass es dann doch nochmal zwei unterschiedliche Düfte sind. Und dann kann ich es auch nochmal hier sagen, auch Himalaya ist nicht so meine DNA. Ich finde diesen Duft auch durchaus toll, aber es ist nichts, was ich mir persönlich kaufen würde. Ja, dann vielleicht auch nochmal etwas zu der Haltbarkeit. Die ist auf meiner Haut tatsächlich gut. Ich komme immer so auf circa 9 Stunden plus minus. Da habe ich ganz unterschiedliche Dinge gelesen. Bei einigen hält der Duft noch länger, bei einigen weniger lange. Aber das zeigt einfach auch mal wieder, dass jede Haut unterschiedlich ist und dass jeder auch Parfums anders wahrnimmt. So, und dann bin ich auch durch für heute und ich möchte jetzt auch nochmal abschließend betonen, dass das eben nur meine Meinung war und dass das natürlich auch jeder anders sehen kann. Ich finde diesen Duft wirklich nicht schlecht, aber es ist eben nicht zu 100% meine DNA. Wenn du aber so frische, leicht grüne und auch holzige Düfte magst, dann probier diesen Duft auf jeden Fall mal aus. Ja, dann sage ich danke, dass du hier warst, bleib gesund und munter und bis demnächst.